Meine persönliche Vorbereitung auf das erste Rennen ist sehr intensiv. Die ersten offiziellen Tests waren sehr wichtig für uns, weil wir mussten als erstes mal die Standfestigkeit prüfen. Die Simulatorzeit in der Formel E ist enorm angestiegen. Während früher ja, ab und zu ein Tag angesagt war, stehen hier sicher fast jede Woche ein, zwei Tage an. Die Simulationen heutzutage sind schon sehr gut geworden. Die ganzen Strecken werden gescannt mit jeder Bodenwelle. Heißt also, wenn wir auf dem Simulator fahren, können wir schon sehr gut die Linienwahl lernen. Meine persönliche Vorbereitung auf das erste Rennen ist sehr intensiv. Erstens geht es um Strecke kennenlernen. Ich muss mir aber auch ein bisschen anschauen, okay, wie sind die Rennverläufe im letzten Jahr gewesen? Kann ich was daraus lernen? Wo gab es gute Überholpunkte? Da kann man also sehr gut und viel sich vorbereiten. Ein Teil mache ich mit dem Team, ein anderer Teil mache ich zu Hause, wo ich einfach mich persönlich aufs Rennen vorbereite, natürlich körperlich, aber sowie auch geistig. Wenn ich nicht an einem Rennen bin oder an einem Test, dann ist natürlich schon auch unser Leben immer noch dem Motorsport gewidmet, weil es ist schlussendlich unser Leben. Und das heißt, Training zu Hause ist immer angesagt. Das Schöne im Seeland ist, wir haben nicht nur im Sommer gute Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen, sondern auch im Winter mit dem Jura. Als vor 30 Jahren hier meine Motorsportkarriere angefangen hat, da war ich 5 Jahre alt, habe ich meine ersten Runden mit dem Go-Kart auf der Bahn gedreht. Da hätte ich mir nie im Leben gedacht, dass ich heute, 2019, als Formel-E-Werksfahrer auch hier mit dem Taycan hier wieder stehen würde. Es war natürlich ein schöner Moment, das erste Mal den Taycan auch fahren zu dürfen und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Beschleunigung ist extrem gut in dem Auto, was wiederum auch in der Formel-E eines der Attribute von Elektroautos ist. Von dem her muss ich sagen, Porsche hat es wirklich geschafft, diese sportliche DNA auch in dieses Auto einzufügen.